Hallo, wenn man wie wir ein Tierheim betreibt, muss man immer bereit für unvorhergesehene Ereignisse sein. Manchmal werden Hunde krank, manchmal hat einer ein Problem, sie kämpfen und irgendetwas führt immer zu einem Besuch beim Tierarzt. Ich meine, selbst wenn du kein Tierheim betreibst und nur zwei Hunde hast, weißt du, wovon ich spreche. Richtig? Bei uns ist das noch realistischer, weil die meisten unserer Hunde sehr alt sind. Das heutige Video handelt von Aju, ein Hund, der vor 13 Jahren in Indien gerettet wurde. Vor ein paar Wochen bekam er Besuch von Manta, dem Mädchen, das ihn all die Jahre zuvor gerettet hat. Sie kam, um ihn zu sehen. Er ist jetzt ein älterer Hund und es war irgendwie wie ein Abschiedsbesuch. Aber heute braucht Aju Hilfe. In den letzten Monaten hat sich bei ihm eine kleine Wucherung unter dem Auge entwickelt. Am Anfang war sie winzig, also dachten wir, wir sehen mal, wie es sich entwickelt. Aber jetzt ist es so weit, dass es ihn stört. Man kann die Wucherung auf seinem unteren Augenlid sehen. Es ist ziemlich störend, denn wenn es die Hornhaut berührt, zerkratzt es sie. Und das ist nicht gut. Wir müssen es entfernen. Einige von euch könnten sagen, nun, es ist eine kleine Operation. Warum um Hilfe bitten? Nun, weil wir uns auch für eine kleine Operation vorbereiten müssen. Wir müssen den Operationssaal öffnen, einen Chirurgen und einen Anästhesisten haben und Vorbereitungstests durchführen, um sicherzugehen, dass er die Narkose gut verträgt. Die Freuden einer Tierrettungsorganisation. Könnten Sie uns helfen? Das ist Aju. Schau ihn dir an, sieh dir das Problem an und überlege, ob du helfen kannst. Aju. Hier ist Aju, der mich noch nicht bemerkt hat. Hey, hey! Was ist los, Kumpel? Er ist so glücklich. 8 Uhr morgens. Und er will schon ins Auto. Sieh mal, hier ist eins. Und hier ist noch eine Zeile. Ja, oben. Das wusste ich nicht. Schau dir dieses coole Geschirr an. Sicherheit geht vor. Komm schon, steig ein und setz dich hin. Er wiegt 14,4 Kilo. Super. Fantastisch. Perfekt. Alles bereit. Heute wollen wir euch von Iu erzählen und warum es so wichtig ist, dass er diese kleine Operation bekommt. Iu hat zwei kleine Wucherungen an seinem Augenlid, beide ziemlich winzig und scheinbar unwichtig, aber für ihn sind sie eine ständige Belästigung. Da diese Wucherungen so nah an seinem Auge sind, reiben sie bei jedem Blinzeln an seinem Augenlid und der Oberfläche seines Auges. Das ist nicht nur unangenehm, es kann über die Zeit erhebliche Probleme verursachen. Dieses Reiben kann die Hornhaut schädigen, in Form von kleinen Wunden, die sich zu schmerzhaften Geschwüren entwickeln, seine Sehkraft beeinträchtigen
oder schlimmer noch, zu einer Infektion und Blindheit führen könnten. Diese Knoten zu entfernen ist nicht nur kosmetisch. Es ist entscheidend, um Yus Lebensqualität zu verbessern. Auch wenn es wie ein kleiner Eingriff wirkt, erfordert es eine sorgfältige Vorbereitung, einen voll ausgestatteten Operationssaal, einen erfahrenen Chirurgen, einen Anästhesisten und wesentliche präoperative Tests, um sicherzustellen, dass seine Gesundheit die Narkose verkraftet, besonders da Yu schon ein älterer Hund ist. Wir wissen, das mag für die meisten einfach klingen, aber für uns und für Yu bedeutet es viel mehr. Wir wollen ihn nur von diesem Unbehagen befreien und ihm ein Leben in Würde und Komfort ermöglichen. Könnten Sie uns dabei helfen? Mit Ihrer Unterstützung können wir ihm diese wichtige Erleichterung verschaffen und seine Gesundheit für die kommenden Jahre sichern. Ganz einfach. Ich bin hier, Io. Ayu. 2011, also ist er 13 Jahre alt. Er ist ein Senior, oder? Ja, er hält sich wirklich gut. Er hat etwas Arthritis hier in diesem Bereich und auch in den Rippenknorpelgelenken. Aber das ist in seinem Alter zu erwarten. Und was haben Sie über seine Luftröhre gesagt? Das ist eine unbedeutende Feststellung. Seine Luftringe sind leicht verkalkt, was auf dem Röntgenbild ziemlich sichtbar ist. Hat er Leishmaniose oder sowas? Nein. Oyo, Hojo, komm her. Oyo, ist ein Kai. Ah, sí, weg. Ayu muss operiert werden. Die Masse beginnt ihm Probleme zu bereiten und wir möchten nicht warten. Wenn wir das tun, könnte er am Ende eine Hornhautveränderung bekommen, was die Sache noch viel schlimmer machen würde. Er braucht also so schnell wie möglich eine Operation, wahrscheinlich sogar schon morgen. Und dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Könnten Sie uns bitte helfen? Bitte spenden Sie und helfen Sie uns, um Ayu zu kümmern. Danke.